Tja, liebe Freunde, die Riester-Rente ist gescheitert. Damit könnte ich eigentlich den Vortrag beenden, denn da sind sich eigentlich alle einig mit dem Scheitern, außer Walter Riester natürlich, der von der Riester-Rente am meisten profitiert hat. Und mit dem Scheitern, das kann man eigentlich relativ schnell belegen. Wenn man hier mal die Zahlen nimmt, 40 Millionen ist das Potenzial. So viele Menschen könnten also eine Riester-Rente abschließen oder hätten eine abschließen können. 16 Millionen Verträge existieren aber nur. Und wenn man mal hier die Zahl nimmt mit 6 Millionen, das ist die Zahl, die wirklich die vollen Zulagen bekommen und die wirklich das Optimum bekommen, was der Staat sich so ausgedacht hat. Also es ist im Grunde genommen eine kleine Zahl, 6 Millionen zu 40 Millionen, die meisten haben es also nicht gemacht oder sind daran gescheitert oder zahlen zu wenig ein oder wie auch immer, kommen mit der Sache nicht klar. Die Riester-Rente war einfach für die Menschen nicht ordentlich gemacht. Und wenn jemand tatsächlich schon eine Riester-Rente bezieht, dann kommen ihm wahrscheinlich die Tränen, ob des kleinen Betrages, der monatlich dann fließt, und der muss noch voll versteuert werden. Also es ist im Grunde genommen eine Sache, die sich überhaupt nicht in der Praxis bewährt hat. Aber der Staat hat sich da durchaus auch viel Geld das kosten lassen. Die war nicht billig, die Riester-Rente. Rund 50 Milliarden Euro sind über die Jahre an Zulagen und Steuervorteile in dieses Produkt geflossen. Und da muss man sagen, gescheitert ist es dann auch nicht so richtig. Also für einige hat es sich durchaus gelohnt. Denn es gab zwei gesellschaftliche Gruppen, die sehr davon profitiert haben. Und ich zeige es euch jetzt mal hier. Finanzindustrie Nummer 1 und die Arbeitgeber. Das sind die beiden Gruppen, die von der Riester-Rente enorm profitiert haben. Die haben das auch letztlich zur Jahrtausendwende schon stark gefördert. Die Riester-Rente wurde nämlich über die Lobbygruppen von Finanzindustrie und Arbeitgeber erst installiert. Die haben die Politiker sozusagen überzeugt. Und was da passieren sollte, war von Anfang an klar. Rentenkürzungen, Begrenzung der Arbeitgeberbeiträge oder überhaupt der Beiträge in der Rentenversicherung und viel mehr private Altersvorsorge. Das war das Ziel von Anfang an und das ist auch zugunsten dieser beiden großen Gruppen sehr gut aufgegangen. Es ist nämlich heute letztlich Mainstream, dass Leute der Ansicht sind, dass die gesetzliche Rente alleine nicht reicht. Es ist weiterhin Mainstream, dass man sagt, wer nicht privat vorsorgt, der landet möglicherweise später in der Altersarmut. Oder andersrum, nur der, der privat vorsorgt, so wird immer verkündet, landet später nicht in der Altersarmut. Das ist beides totaler Quatsch, aber es ist letztlich so in die Köpfe hineingekommen durch die Riester-Rente. Und das war der große Erfolg letztlich für diese beiden großen Gruppen, Finanzindustrie nochmal, Arbeitgeber. Die hatten ein ganz, ganz starkes Interesse daran. Seitdem Rot-Grün die Bundesregierung seinerzeit die Riester-Rente einführte, behaupten eigentlich alle Bundesregierungen seitdem in konsistenter Manier, die gesetzliche Rente reicht nicht. Wir brauchen zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge. Im Wesentlichen meinen die damit Aktien kaufen oder Immobilien erwerben. Und das ist also wirklich so das große Ding der Riester-Rente, dass das sich so festgesetzt hat, obwohl die Riester-Rente eigentlich niemanden richtig glücklich gemacht hat. Auch die Leute in der Branche sind damit nicht wirklich zufrieden. Aber es hat diesen Wechsel in den Köpfen gegeben, dass man wirklich jetzt auch annimmt, die gesetzliche Rente reiche nicht aus. Und das ist das große Problem an der Sache. Man hat nämlich gleichzeitig mit diesen ideologischen oder Wenden, mit dieser Neuorientierung, auch ganz praktisch die gesetzliche Rente zusammengekürzt. Das ist letztlich gleichzeitig gekommen zur Jahrtausendwende. Man hat die gesetzlichen Renten so gekürzt, durch verschiedene Maßnahmen, dass wenn man es mit 1990 vergleicht, also zur Wendezeit, wir heute sagen können, die gesetzliche Rente ist ein Drittel weniger wert. Ein Drittel weniger. Das hat man auch ganz bewusst so gemacht. Man hat es nicht etwa so gemacht, dass es hätte so sein müssen wegen demografischen Problemen oder so. Nein, überhaupt nicht. Es ist eine politische Entscheidung gewesen ohne absolute Notwendigkeit. Und man hat gleichzeitig eben dieses Drittel runtergekürzt, damit die Menschen einen Anreiz haben, eine Riester-Rente abzuschließen oder mehr private Vorsorge zu leisten. Das ist genau der Hintergrund
Und es hat natürlich nur teilweise geklappt, weil die Riester-Renten sind so doll auch nicht verkauft worden. Deshalb haben wir auch viele Leute heute enorme Probleme mit der gesetzlichen Rente. Andererseits ist es tatsächlich so gewesen, dass durch diesen Gedankenwechsel die private Versicherungswirtschaft auch viel mehr Verträge abgeschlossen hat. Denn mit der Riester-Rente hat man eigentlich dieses Produkt lebenslange Rente eingeführt. Bis dahin, bis zum Jahr 2000, hatten nur ganz wenige Leute eine private Rente, die lebenslang laufen sollte. Das ist dann mittlerweile hoffähig geworden. Also nicht nur die Riester-Rente ist verkauft worden, nicht nur die Rürup-Rente, sondern viele andere Privatrenten sind seitdem verkauft worden. Das ist auch eines der Verdienste, wenn man so will, der Riester-Rente. Seitdem sind über 100 Millionen private Renten, die lebenslang laufen sollen, verkauft worden. 100 Millionen Verträge, die bringen der privaten Versicherungswirtschaft, hauptsächlich den Lebensversicherungsunternehmen, 100 Milliarden Euro. Das Jahr für Jahr. Und damit muss man sagen, letztlich für gewisse Leute hat sich das durchaus gelohnt. Denn die Arbeitgeber haben auch sehr davon profitiert. Es wäre ja sonst so gekommen, wenn da die Riester-Reform nicht gegriffen hätten, wäre der Beitragssatz langsam angestiegen von 18,6 auf heute wahrscheinlich 22%. Und da hätten die Arbeitgeber die Hälfte von bezahlen müssen. Es ist aber anders gekommen. Es bleibt weiter bei den 18,6%. Das heißt, sie zahlen nur 9,3. Und die Riester-Rente müssen ja die Arbeitnehmer alleine bezahlen. Das ist der Kniff an der Sache. Die Arbeitgeber sparen enormes Geld. Sie hätten viel höhere Arbeitgeberbeiträge zahlen müssen. Das summiert sich seit Einführung der Riester-Rente auf ca. 250 Milliarden Euro. 250 Milliarden Euro Minimum haben die Arbeitgeber gespart durch die Einführung der Riester-Rente. Insofern muss man wirklich sagen, für gewisse Gruppen hat es sich gelohnt. Nicht für die Beitragszahler und Versicherten. Aber das war wohl auch von Anfang an nicht so geplant. Tja, es stellt sich natürlich die Frage, warum hat sich das Ganze für die Versicherten, für die Arbeitnehmer nicht rentiert? Das liegt vor allen Dingen an den enorm hohen Kosten der privaten Altersvorsorge. Also bei den Riester-Renten wurden eigentlich ständig hohe Kostenquoten von 20-30% errechnet. Nur zum Vergleich, gesetzliche Rente hat Verwaltungskosten von 1,4%. Also 20-30% bei der Riester-Rente. Und die Bürgerbewegung Finanzwende hat es sich auch mal genau angeguckt und kam in der Spitze auf Kostenquoten von 38%. Da muss man sagen, da kann von der Rendite praktisch nichts mehr überbleiben. Es ist schlichtweg so, dass die Kosten alles auffressen und deshalb die Riester-Rente von Anfang an für viele zu einem Verlustgeschäft werden musste. Aber die Katastrophe, das Desaster, kommt eigentlich erst in der Auszahlphase. Dort, muss man sagen, werden so unrealistische Lebenserwartungen von den Konzernen, den Lebensversicherungskonzernen angenommen und vorgegeben, dass es eigentlich zum Minus führen muss. Ich zeige euch das mal. Schaut mal, die Riester-Rente wird normalerweise ab dem 65. Jahr ausgezahlt oder da beginnt die Rente zu laufen und dann wird die Monat für Monat wird sie ausgezahlt und nach dem Statistischen Bundesamt haben Männer zum Beispiel eine Lebenserwartung von 82,6. Tja, das sind 17,6 Jahre, müsste die Riester-Rente ausgezahlt werden. Jetzt sagen die Lebensversicherungskonzerne, oh, die Leute werden vielleicht doch ein bisschen älter. Also die rechnen dann nicht mit 82,6 Lebenserwartung, sondern mit 90 oder mit, sagen wir mal, 100 Jahren. Kommt vor. Sterbetafel, so nennt man diese tollen Instrumente. Die Sterbetafel sagt, 100 Jahre soll der Kunde werden. Oder damit muss man rechnen. Das bedeutet natürlich, dass nicht 17,6 Jahre die Rente laufen muss, sondern 35 Jahre. Und damit wird die Rente gestreckt. Das heißt, die Zahlungen pro Monat werden deutlich geringer. Und das führt natürlich dazu, dass wenn der Mensch tatsächlich eher stirbt, große Verluste letztlich bei den Beitragszahlern anfallen und große Gewinne bei den Konzernen. Weil die haben das Geld natürlich gestreckt und der Mensch ist in Wirklichkeit viel früher gestorben, mit 82,6 oder sogar eher. Und es bleiben riesige Summen bei der Versicherungswirtschaft über.
Das ist genau der Punkt, weshalb es für die Versicherten so mies läuft und für die Konzerne, für die Lebensversicherungskonzerne, gewaltig gut läuft. Die machen also Milliarden an Risikogewinnen jedes Jahr. Und das ist natürlich eine spannende Angelegenheit, weshalb eben es für die Kunden schlecht läuft und für die Versicherer eigentlich relativ gut. Ja, nun fragt man sich, was ist man eigentlich mit diesen neuen Modellen, die jetzt die Riester-Rente ablösen sollen? Denn die Versicherungskonzerne waren nicht so ganz zufrieden, die Politik nicht so ganz zufrieden und haben gesagt, wir müssen was Neues machen. Das muss Rendite stärker werden. Und das hat man uns allerdings 2001 auch schon gesagt. Rendite stärker und kostengünstiger, es ist nicht so gekommen. Die neuen Produkte sollen das nun endlich schaffen. Ja, aber egal, welches Modell man auch wählt, es sind verschiedene Modelle im Angebot, im Kern soll es darauf hinauslaufen, der Kunde soll chancenorientierter, so heißt es so schön, oder anlegen, das heißt, es soll mehr Rendite bringen, weniger Kosten. Es soll eigentlich darauf hinauslaufen, dass man Aktien, in Aktien anlegt. Und in Aktien anlegen soll dann eben auch eine super Rendite bringen. Klingt erstmal gut. Nur, die Börse ist keine Einbahnstraße. Es geht mal hoch, es geht mal runter und es kann auch zu Verlusten kommen. Es ist dann schlichtweg so, dass künftig, anders als bei der alten Riester-Rente, sollen die Kunden das Risiko von Kursverlusten und von Börsencrashs auch tragen. Der Kunde soll dafür gerade stehen, wenn es mal schlecht läuft. Und deshalb kann man sagen, diese Form der Alterssicherung ist eben ohne Sicherheit. Es ist eine Alterssicherung, die große Risiken beinhaltet und die letztlich dann für eine Alterssicherung, die den Lebensstandard sichert, die ein gewisses Niveau sichern soll, nicht einhält. Das ist dafür nicht geeignet. Was wir brauchen, ist eine Alterssicherung, die eine armutsvermeidende, eine Mindestsicherung im Alter jedem liefert, und das auch wirklich sicherstellt und nicht irgendwie von Börsencrashs dann bedroht sein kann. Insofern ist das im Grunde genommen der falsche Weg. Der richtige wäre der, den man in Österreich geht zum Beispiel, ohne Aktienrente, ohne Riester-Rente. Und dort hat man wirklich die Altersarmut insofern bekämpft, dass man wirklich jedem eine Mindestrente sichert. Der zweite gravierende Nachteil, also erster Nachteil, riskant. Zweiter Nachteil ist, die Arbeitgeber beteiligen sich wieder nicht. Es ist in Deutschland schlichtweg so, wenn private Altersvorsorge gemacht wird, in Deutschland, jedenfalls so, wie es bei uns in Deutschland praktiziert wird, sind die Arbeitgeber plötzlich aus dem Spiel. Die beteiligen sich nicht daran. Und deshalb auch bei den neuen Formen der Riester-Rente wird es so sein, es fehlen einfach die Beteiligung der Arbeitgeber. Und deshalb wird das Ganze einfach einseitig. Das dritte Problem an der ganzen Sache ist, dass wir auch da am Ende wieder auf eine Verrentung hinauslaufen. Und bei der Verrentung läuft es so, dass die Finanzkonzerne wieder ihre unrealistischen Sterbetafeln anwenden werden. Das heißt also, wenn Leute dann plötzlich laut Kalkulation der Lebensversicherungskonzerne 100, 110 oder im schlimmsten Falle sogar 130 Jahre werden sollen, sowas ist vorgekommen, Kalkulationen, Lebensalter 130, da müsste ja die Riester-Rente für 65 Jahre reichen. Und das kann nur zum Verlust der Beitragszahler werden. Es muss eigentlich zu Risikogewinnen für die gereichen, die diese wahnsinnig hohen Lebenserwartungen in ihre Tafeln reinschreiben. Also, ich fasse es nochmal zusammen, auch die neuen Verträge, die jetzt passieren. So, ab nächstem Jahr soll es ja quasi eine Reform der Riester-Rente geben. Sie sind riskant, weil die Beitragszahler für die Börsenabschwünge mithaften. Sie laufen ohne Arbeitgeberbeiträge und es gibt weiterhin die Tricks mit der Lebenserwartung, die dazu führen werden, dass die Kunden Mini-Renten kriegen und die Konzerne dafür hohe Risikogewinne einstreichen. Aber es gibt letztlich noch einen weiteren Grund, weshalb man die Riester-Rente da braucht man sich wirklich nicht viel von versprechen. Es liegt ganz einfach daran, wir brauchen sie gar nicht. Die Riester-Rente ist völlig überflüssig in dem Fall. Auch die neue Riester-Rente brauchen wir nicht, weil wenn wir eine gesetzliche Rente hätten,
die auf Basis einer erwerbstätigen Versicherung funktioniert. Das heißt, alle zahlen ein. Beamte, Selbstständige, Freiberufler, alle zahlen ein. Und es gibt einen fairen Beitrag des Bundes, also einen ordentlichen Bundesanteil. Und die Arbeitgeber beteiligen sich eben auch paritätisch in ausreichender Weise. Dann hätten wir viel bessere Ergebnisse. Insofern braucht man die alte Riester-Rente nicht, die neue kann man genauso quasi in die Tonne hauen. Nur, ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Dafür ist viel zu viel Geld im Spiel. Danke.